Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in diese Mission 2 ein weiteres Mal eingestiegen. Und, genau, wir waren hier weiter uns hier Ressourcen am Beschaffen. Ihr seht, die Gegner, die kommen hier wieder angespawnt, ne? So, aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. Sehr viele Artillerie-Männchen haben die Gegner hier. Schaut euch das an, die kommen hier einfach angespawnt. So. Hier hinten bitte. Wir werden angegriffen. Wo ist mein... Ah, okay, wunderbar hier. Perfekt. So. Dann kriegen wir jetzt hier unsere nächsten Einheiten. Genau, Freunde, wir müssen hier nämlich einfach nur Ressourcen sammeln. Und die Gegner abwehren. Ganz genau, Freunde. Aber das passt hier mit den zwei Panzern, die wir hier haben, ganz gut. So. Und ja. Das heißt... Wo kommt die denn her? Ja, dann wehrt euch mal, Bürger. Kommt. Wehrt euch mal gegen die. Wie kommt der denn hier rein? Das blöde Maschinengewehr. Müssen wir wieder... Wo kommt der denn jetzt her? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber gut. Ich habe doch hier unten alles verteidigt, mein Gott. Ja, da ist noch einer. Der ballert da oben schön fröhlich auf meinen Lastwagen. So, Freunde. Aber... Das heißt, wir müssen wieder Bürger nachbauen. Okay. So. Aber dann haben wir den auch erledigt. So, da sind die Einheiten. Die wechseln und die Seite. Die wechseln die Seite. Sehr gut. Das heißt, ihr könnt wieder zum Russen. Sehr gut. Gut, alles klar. Weil dann kriegen wir nämlich auch wieder hier... Wow, schau dich das an. Dann kriegen wir auch wieder hier unsere Verstärkung. Und ei! Stimmt! Die habe ich ganz vergessen. Ja. Okay, dann baut mal weiter hier. So. Weil dann können wir die nämlich gleich in Ruhe hier auf die, über die Karte schicken. Ja. Dann haben wir hier mal ein bisschen Ruhe, was das angeht. Da. Weil es nervt nämlich dezent jetzt hier immer durch die Bürger nachbauen zu müssen. Wartet mal, was ist das denn? Rate beim Sammeln und Jagen. Ja, warum eigentlich nicht? Mach das mal als erstes. So. Weil schneller sammeln geht immer gut. Finde ich immer gut. So, Freunde. Ja, dann freue ich mich, dass du mal wieder hier eingeschaltet hast beim Empire Earth. Das hier ist ja jetzt die Nachholaufnahmesession, weil ich ja die erste Aufnahmesession total verkackt habe hier. ja, das war ziemlich... Ist ziemlich blöd gelaufen bei der Mission. Weil in der Aufnahmesession, aber... Warum? Wir kriegen ja 20 Einheiten. Warum? Kann ich behilflich sein? Die haben einen kaputt gemacht hier, deswegen. Okay. Deshalb... Naja... Müssen wir es jetzt halt nachholen, die Mission... Na, also, ist uncool, tatsächlich. Sir, jawohl, Sir. Aber so weiß man ja, was passiert, ne? Und, kann hier Gegenmaßnahmen einleiten. So, sowas hier zum Beispiel. Gut. Erwarte Befehle. Alles klar, und, ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das, Let's Play von Empire Earth und da unten kommt ein Maschinengewehr. Was willst du mit der Kirche, Kollege? Was willst du mit der Kirche? Vielen Dank für die Zuschauer. Ah, sehr gut. Zum Austausch dafür haben wir Ihnen Gold und Eisen geliefert. Sehr schön. Wir werden angegriffen. Vielen Dank für die Zuschauer. Oh, Hubschrauber, okay. Zum Austausch dafür haben wir Ihnen Gold und Eisen geliefert. Wir haben die benötigte Menge Eisen aus Russland erhalten. Benötigte Menge Eisen, ja, okay, Freunde.
Ich musste aber allerdings jetzt trotzdem Skywatcher nachbauen hier. Die blöden Hubschraubern, die hier immer kommen. Noch eine letzte Lieferung und wir übersenden Ihnen unsere wissenschaftlichen Daten. Ja, sehr schön. Jo! Jo, Artillerie! Komm, fahr raus da! Aua! So. Puh, Freunde. Wir werden angegriffen. Alles klar. Ach, da unten wieder. Ja, okay, Freunde. Schaut euch das an, diese Armee hier. So, weiter geht's hiermit. So, wieder nochmal 10 Stück. Damit die Gegner uns hier nicht wieder laufend nerven. wir brauchen tatsächlich noch mehr Nahrung. Okay, hier. Warum stehen da oben keine Panzer mehr? Warum stehen da oben keine Panzer mehr? Das ist jetzt ein bisschen doof, muss ich sagen. Stell da mal weitere Panzer hin, bitte. Weil die brauchen wir ganz dringend. So, warte. Ahahaha, ja, lasst euch ruhig abschießen, ist okay. Ja, ja, lasst euch ruhig abschießen. Wartet mal, ihr könnt ja auch... Ah ne, halt euch erstmal hoch wieder. Halt euch lieber erstmal hoch. Ja. Da haben sie nämlich, das nämlich wieder versucht hier. Okay. Wie sieht's hier oben aus? Da stehen noch unsere beiden Panzer. Ja. Hier steht noch ein LKW. Den können wir eigentlich runter zu Japan schicken, oder? Oder haben wir bei Japan schon einen? Ne, da haben wir noch keinen. Okay. Jo! Genau. Kommen da auf einmal die Einheiten an hier. Auf einmal angespawnt. So. Ab nach Japan. So. Dass wenn wir dann die... Ja, genau. Sehr schön. Ha. Da schon wieder mit Hubschraubern an. Die können nämlich oft nichts anderes außer mit Hubschraubern angekackt kommen hier. So. Das heißt, und kaputt. So, weg damit. Sehr schön. Sehr schön gemacht, Skywatcher. Das sind mit die besten Anti-Lufteinheiten hier. So. Und hier die Mühlen beschützen. Los. Um Himmels Willen. Oh Gott, und raus da! So. Alles klar. Und weiterfahren. Einfach, den kann man einfach ausweichen. So. Ist noch einer irgendwo? Da. Okay. Ach, da ist eine. Okay. Wir werden angegriffen. Ja, das schafft der Panzer. Ja, locker. Locker, Freunde. Die Artillerie macht gar keinen Schaden gegen Panzer. Das ist natürlich mal sehr gut. Beziehungsweise die Haubitze. Wir brauchen mehr Bürger. Für die Nahrung. So. Gut, der Laster. Wo ist der Laster? Ach, hier. Ich habe den doch gar nicht losgeschickt. Okay. Alles klar. Gut, Freunde, Folge 2 dieser Mission. Ja, die kommt da einfach angespawnt. Ist schon ein bisschen unfair, ne? Und bam. Weg damit. Zack, zwei Schüsse und weg hier. Ich finde das interessant, ne, dass die hier einfach angespawnt kommen. Wir werden angegriffen. Ja, lass doch. Ui. Wir können zurzeit keine Truppen mehr übrigen. Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. Ja, wir haben doch eh noch keine 2000 Nahrung. Oh. Was hat mir denn hier schon wieder ein Panzer zerschossen, Mensch? Diese dummen Raketenmänniken.
Ja. Alles klar, dann. Oh Mann! Jetzt kommst du hier wieder an! Wo sind die Skywatcher? Ach Mann, das nervt, dass der immer. Artillerie! Wo sind die Skywatcher? Ich brauche die Skywatcher. Hier sind die Skywatcher. Komm mal runter hier, los. Die haben keine Chance. Nee. Die haben keine Chance gegen die Panzer. Was ist das denn hier schon wieder? Der blöde Mörser hier, so. Skywatcher, bewegt euch. Alles klar. So, Freunde. Ja, eigentlich bräuchten wir dann nochmal ein paar Skywatcher. Aber das ist halt auch immer blöd, ne, dass wir da nur... So, jetzt haben wir 2000, so. Taiwan, ja. Wisst ihr was? Ich schicke die hier jetzt los. Schaut euch das an. Das sieht schon cool aus hier. So, und L. Karte aufdecken und alles platt machen, was ihr hier seht. Wir können zurzeit keine Truppen mehr übrig. Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. Mhm, okay. Ja, ich warte ab. Ich warte einfach ab. So. Die marschieren jetzt hier und decken die Karte für uns auf. Das ist sehr gut, Freunde. Sehr schön. Und ja, im Prinzip ist das der Flow dieser Mission jetzt hier. Ne? Also wir brauchen massig Nahrung. Wir werden angegriffen. Aha. Da ist schon wieder so ein blöder Hubschrauber hier. Wartet mal, lasst euch doch von dem Laserturm helfen. So, Skywatcher kaputt. Ach du Scheiße, ey. Die schöne Uni. Na Mensch. So. Ja, jetzt ist der Turm hier auch noch weg, ne? Tolle Wurst, echt. Shit. Die Artillerie da hinten, ey. Die muss unbedingt weg. Dieses scheiß Ding. So. Jetzt das hier. Okay. Freunde, so. Und jetzt hier. Oben die Uni schützen. Das ist nämlich die letzte noch existente Universität hier. What? Ich wollte schon so. Ach, die können auch? Wachposten. Wow, sehr schön. Wunderbar. Könnt ihr mal Einheiten produzieren für uns hier? Was ist denn los? Oh, die haben Centurion-Panzer. Wir können zurzeit keine Truppen mehr übrig. Vielleicht haben wir später einige Männer zur Verfügung. Ja, das ist jetzt halt der Flow der Mission. Ne? Wir müssen schon lange abwarten, bis wir hier irgendwas kriegen. Von denen. Oh shit. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, Freunde. Aber das sehen wir gleich. Weil es wird nämlich später eine Revolution der Bürger geben. Und, naja. Das ist uncool, was ich jetzt hier gemacht habe mit dem Rumschicken. Weil da müssen wir nämlich, viele Militäreinheiten kaputt machen. Wir werden angegriffen. Ja, genau. Wir werden angegriffen. Was zur... Wir werden angegriffen. Ja gut, oder die gehen vorher schon kaputt. Das geht natürlich auch. Da, Skywatcher, kommt mal her. Scheiß Panzerabwehr. Verdammt nochmal. So, und... Hier. Ja, geh nur weiter auf den Panzer. Du Sack, echt.
Ja, alles klar. Ja, Kommandant, positiv. Was ist das da oben? Ist doch so ein lilaner Punkt gewesen. Ah, okay. Euch muss ich mal kaputt machen. So. Die auch, bitte. Wir werden angegriffen. Ja, ja. Ihr macht das schon. So, Freunde. Oh, die machen aber auch keinen Schaden, ne? Na, endlich haben die uns mal ein paar Einheiten hier gegeben. Das dauert ja schon viel zu lange hier. So, Freunde. Wir werden angegriffen. Das heißt, wir müssen gleich... Was? Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Seit wann kommen die hier angeschissen? Junge, Junge, Junge. Ja, dann bauen wir Bürger nach. Die hätten wir noch nicht bauen sollen, die Panzer. Ja, ja, ich weiß schon. Verdammt. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal eine Kartenübersicht. Ist das denn nix? Ist das denn nix, sagt man? So, wo kommen die Einheiten? Haben sie keine Einheiten? Geben uns hier. Oder haben die. Oder sind die alle kaputt? Hä? Da bewegt sich nichts, ne? Ich warte. Sag mir bitte nicht, dass die alle kaputt sind, die Einheiten. Oder was? Hä? Wo wollen die denn jetzt hin? Okay. Die marschieren einfach nach da oben. Ja, dann ist das ja easy. Dann ist das ja cool, Freunde. Ja gut, da sind dann doch die Einheiten. Alles klar. Sehr schön. Wir haben die Truppen aus Taiwan erhalten. Sehr schön. Wir müssen einfach die ganzen Panzer, die hier rumfahren, einfach kaputt machen. Truppen sind in einer ihrer Städte angekommen und erwarten ihre Befehle. Ja, ich weiß. Gut, dann können wir hier einen weiteren Laster bauen. Dann kriegen wir nämlich gleich die notwendigen Ressourcen für Japan. Und dann, ja, folgt gleich wahrscheinlich der Aufstand der Bürger. Weil jetzt kommt dann nämlich eine Demonstration von den Bürgern. Und dazu und danach wollen die halt das. Vielen Dank für die zusätzlichen Truppen, Genosse. Zum Austausch dafür haben wir Ihnen Gold und Eisen geliefert. Wir haben die letzte Eisenlieferung. Yes, Freunde. Und hier sind die wissenschaftlichen Daten und unsere besten Empfehlungen. Errichten Sie ein Forschungszentrum, um die Überlichtgeschwindigkeitstechnologie. Ganz genau, Freunde. Vielen Dank für die zusätzlichen Truppen, Genosse. Ach, jetzt. Ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Die Lage geht genau, Freunde. Kontrolle. Öffentliche Demonstrationen, bei denen mehr Demokratie verlangt wird, führen zu Ausschreitungen. Wenn wir nicht einen Teil unseres Militärkomplexes abbauen und den Weg für demokratische Wahlen freimachen, müssen wir mit Anarchie und politischen Umsturz rechnen. Der erste Schritt besteht darin, einige Militäreinheiten aufzulösen, um unserem Volk zu zeigen, dass wir kein faschistischer Militärstaat sind. Genau, Freunde. Wir sind ja keine Diktatur, ne? Augenzwinker. alles klar. Das heißt... Wir müssen dann einfach einiges an Militäreinheiten platt machen. So. Ja. Aber erstmal uns hier verteidigen. Das ist noch wichtiger. So, mach diese Scheiße hier weg. So. So, Freunde. Und möglichst wenig Bürger hier. Und, ja, die müssen wir noch dezimieren hier. Wir werden angegriffen. So, schaut euch das an, ey.
Das hier sind jetzt weniger als 10. Ich hab die Befürchtung, dass die hier noch rumfahren. Müssen wir jetzt halt einiges an Militäreinheiten kaputt machen erstmal. Ich weiß, dass das ein bisschen hohl ist. So. Kürzungen haben zusammen mit der Einführung von Kommunalwahlen diese jüngste politische Krise beigelegt. Na Gott sei Dank. Okay, Freunde, dann haben wir es wieder. So sind wir wieder im ruhigen Fahrwasser. Sehr schön. Gut. Dann können wir weitermachen. Dann können wir uns nämlich jetzt wieder aufbauen. Mit den ganzen Teilen hier. Ja, wunderbar. Ja, der ballert da weiter drauf los. Oh Mann, ey. So, Freunde. Ich warte. Gut, alles klar. Da oben ist auch noch einer. So, alles klar. Ja, der kann weiterfahren. Sehr schön. Okay, Freunde. Gut, dann haben wir auch den Aufstand überlebt. Den Aufstand der Bürger, die denken, wir seien Faschisten. Was man natürlich nicht denken darf, auf keinen Fall. Obwohl es voll wahr ist, dass wir Faschisten sind, aber gut. Naja. Würde ich mal sagen. So, ich glaube, sobald der LKW hier... Ja, seht ihr das? Da waren eben keine Einheiten. Da waren eben keine Einheiten hier. So. Diese Sounds, ey. So. Die kommen einfach aus dem Nichts. Diese Einheiten, ne? Haben die hier keine Türme mehr? Oh, da hinten kommen welche. Ah, das sind für uns die. Okay. Ja, sehr gut. Oh Gott, aber das sind ganz schön viele Mannequin. Oh. Oh Gott. Ich kann mich doch nicht überall drum kümmern. Wo sind die Skywatcher? Ja, genau. Mach gar nichts. Mach diese scheiß Artillerie weg. So. Okay, und dann... Ja, genau. So, und dann hier oben. Ah, okay. Das passt aber. Wunderbar, das heißt, die Einheiten kommen hier lang. Das passt doch. Oh, Freunde, das passt. Das sieht so gut aus. Hier sind jetzt halt die ganzen Einheiten, die hier komischerweise gespawnt sind. Und dann... Truppen sind in einer ihrer Städte angekommen und erwarten ihre Befehle. Dankeschön. Mach die mal kaputt da. Mach die mal kaputt. Ihr seid ja schön stark. So. Mit einem Schuss sind die weg, ey. So, Freunde. Mögen uns die Götter diese Übertretung vergeben. Ja. Zumindest werden wir jetzt unsere so dringend benötigten Steine bekommen. Ja, komm, ist in Ordnung, Freunde. Ist in Ordnung. Und dann sind wir im Prinzip schon angekommen, wo mein Projekt, ja, geendet ist in der letzten Folge. Beziehungsweise in der ersten Aufnahme. Ne? Ja, genau. Ha, der hat sogar überlebt. Sehr schön. Gut, dann... Oh Gott, die haben wir alle... Vielen Dank für die zusätzlichen Truppen, Genosse. Der Russe. Dafür haben wir Ihnen Gold und Eisen geliefert. Vielen Dank für die zusätzlichen Truppen, Genosse. Zum Austausch dafür haben wir Ihnen Gold und Eisen geliefert. Gut. Ne, da musste ich mich gerade kurz konzentrieren. Wir werden angegriffen. Euer Befehl?
Wir werden angegriffen. Oh, schon wieder Hubschrauber. Skywatcher, mach diesen Hubschrauber da weg. Mach diesen Hubschrauber weg, schneller. Au. Kommt der einfach mit dem Panzer eiskalt an hier. Dieses feige Stück etwas, ey. So. Dieses feige Stück. Immer auf die Bürger hier. Das gibt's ja wohl nicht, ne? So, Freunde. So, weg damit. Mann. Oh Gott. Irgendwo steht hier eine Artillerie. Da oben, okay. Da. Da oben. Ja gut. Dann. Ui. Ui, 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 ui. Okay. Das heißt, dann könnt ihr... Ach, Sturmsoldaten haben wir noch. Warum sind die nicht mit nach Russland gelaufen? Ja, mach... Lass dich abschießen. Komm. Ui, 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 ui. Okay, dann Panzerabwehr. So. Da haben wir ja genau die richtige Einheit für, ne? Gut, gut, Freunde. ja, sehr gut. Und dann können wir jetzt wieder L machen. Wunderbar. Oh, upsala. Wir brauchen nämlich 2000 Holz für das Gebäude. Genau. Und wenn wir das Gebäude fertig haben, liebe Freunde... Wartet mal, müssen wir jetzt tatsächlich nur noch die das Ding aufbauen? Okay. Gut, Freunde, aber da die Folge voll ist, würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Und genau, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.